Die Haushaltung Gottes, die Urgeschichte der Menschheit. Band 1, 15. Kapitel, Kahins Bekenntnis. 1840, gegeben dem Jakob Lowell. Und siehe, als der Kahin nun dieses getan hatte, da kam ihm der fromme Bruder Abel nach und redete ihn im Namen der ewigen Liebe folgendermaßen an. O Bruder, warum issest du das Fleisch der Schlange, da doch der Früchte in großer Menge bereitet sind, zu stillen deinen Hunger? Siehe, unser Vater Adam trank vom Gewächse, das er nicht kannte, wie es die Schlange schlau und listig in aller Meisterschaft ihrer grenzenlosen Bosheit zubereitet hat, zu deinem und aller Nachkommen verderben, und sündigte dadurch vor dem Herrn aller Gerechtigkeit und ihr alle durch ihn. Und ich selbst war belastet worden mit der Schwere der Schuld vor Gott, und musste büßen gleich euch, die ihr alle getrunken habt vom Safte des Verderbens, und musste verlassen gleich euch das Paradies, und musste auf mich nehmen eure Last körperlich und all euren Segen geistig, und war belastet doppelt euretwegen. Und siehe, du issest gar das Fleisch der lebendigen Schlange samt ihrem Blute. Kahin, warum tatest du das? Und siehe, da erholte sich Kahin von seinem Ärger, von seiner Wut und von seinem Grimme und sah den Abel an und sprach, siehe, was ich tat, das tat ich aus Rache, zu verderben der Schlange ihr Geschlecht und zu verderben mich, da ich nicht würdig ward befunden jedes Segens vom Herrn, da ich doch wurde, wie ich bin, ohne meine Schuld, sondern durch die Schuld der Eltern, die vor mir waren, da ich noch nicht war. Und da entstand, da sie gesündigt haben vor den Augen Jehovas. Warum muss und soll ich büßen meine Schuld, zu deren Entstehung ich nie etwas beitragen konnte, da ich nur die Frucht der Sünde, nicht aber die Ursache derselben bin, und musste deswegen des Segens entbehren, der euch allen zuteil ward in der Fülle, und mich mühsam schleppen, da ihr spranget wie Hirsche, belastet vom unverdienten Fluche Jehovas. Und nun siehe die Ursache meiner Tat, denn die Schlange im Grase redete mich an und sprach, verzehre mich und sättige dich an meinem Fleische und stille deinen Durst mit meinem Blute, und du wirst werden ein Herr der Erde, und alle deine Nachkommen werden herrschen auf derselben, und ihre Kraft und Macht wird stärker sein, denn die aller der Gesegneten. Und ich gebe dir kein Gebot, sondern die Macht zu herrschen und die Kraft dir zu unterjochen alles. Und siehe, so sprach die Schlange weiter, mein Fleisch wird dich vernichten in deiner ungerechten Schuld vor Gott, und mein Blut wird dir geben eine neue Wesenheit ohne Schuld, ausgerüstet mit aller Macht und Kraft. Da verstummte die Schlange, und ich ergriff sie, zerriss sie und verzehrte sie, wie du soeben sahst. Und siehe, da wurde Abel ergriffen und schwang mit der rechten Hand das Schwert der Gerechtigkeit über das Haupt Kahins. Und dem Kahin wurden die Augen geöffnet, und er sah sein großes Unrecht ein, da er beschuldigt hatte Gott und seine Eltern, und sah die ganze Schuld in sich und sah die unerforschlichen Wege der ewigen Liebe in ihrer geheimen und unbegrenzten Weisheit und sah, wie er die eigentliche verführende Schlange selbst war, welche durch die unbegrenzte Erbarmung der ewigen Liebe zum Menschen wurde durch ihn, damit sie, freilich durch eine größere Prüfung in ihrer einstweiligen, segenlosen Schwäche, sich dieser Schwäche bewusst werde und sich in dieser ihrer bewussten Schwäche dann endlich, selbstbestimmend in aller Freiheit ihres Wesens, zum Herrn aller Macht und Kraft hätte wenden können und sollen, woher ihr dann auch, gleich den schon Gesegneten, der Segen und dadurch die Wiederaufnahme in die große Gnade der allerbarmenden Liebe, in allergrößter Fülle der Macht und der Kraft zugekommen wäre. Und er sah, dass diese Schlange, die er soeben verzehrte, er selbst war in seinem noch bösen Teile, und sah, dass er nur durch seinen Ärger dieselbe in ihrer wieder zurückgekehrten Wesenheit auf die Erde hingehaucht habe, und dass die Worte der Schlange seine eigenen waren, aus dem noch innersten Fundamente seines Urwesens vor aller Schöpfung der sichtbaren Welt der Materie. Und er sah noch, wie er dadurch die Schlange wieder in sich aufnahm, oder wie er sich eigentlich selbst von Neuem bestärkt hatte in allem Bösen und dem daraus hervorgehenden Falschen, und sah, wie tief er nun neuerdings gefallen war in den Tod.
Da fiel er von großer Reue ergriffen zur Erde nieder und weinte und schrie überlaut: Großer, übermächtiger, überstarker und überheiliger Gott, nun erkenne ich erst meine unendliche Schuld und Schwäche vor dir, deine Gerechtigkeit, aber auch deine unbegrenzte Liebe. Siehe, ich bin nicht wert des Daseins, daher vernichte mich vom Grund aus ewig, damit ich fürder nicht mehr sei ewig und meine größte alleinige Schuld damit ausgelöscht werde für alle einstigen gesegneten Nachkommen Adams und der Eva. Und sie, da nahm sein Bruder das Schwert wieder in die linke Hand und schwang es abermals, aber über die Brust Kahins. Und siehe, da durchströmte neues Leben den Kahin, und der Todhunger verließ ihn, aber dafür wurde in ihm der Hunger nach Leben desto größer. Aber er konnte nicht finden, was ihn also gleich hätte sättigen können, und da er nichts fand, so wendete er sich abermals zu Abel und sprach: Siehe, Bruder, mich hungert stark nach einer Speise des Lebens, die Leben in sich hat und nicht den Tod, so wie das Fleisch der Schlange und ihr kaltes Blut. Denn siehe, Bruder, da mir nun die Erkenntnis kam vom Grunde meines Seins, wie ich war ehedem und wie ich jetzt bin, so empfinde ich starke Reue und einen großen Hunger und einen brennenden Durst nach der göttlichen Liebe und nach ihrer großen Barmherzigkeit. Denn siehe, ich weine ohne Stimme, und die Reue ist ohne Tränen bei mir. Daher sättige mich mit der Stimme der Liebe und lösche meinen großen Durst mit den Tränen der Reue. Denn höre und vernimm, ich, der Größte, wurde kleiner denn der Staub. Ich, der Stärkste, bin geworden schwächer denn eine Mücke. Und ich, der Leuchtendste, wurde schwärzer denn der Mittelpunkt der Erde. Und so bin ich jetzt vor dir, der aus mir ward ein kleiner Geist und jetzt schon größer ist in allem, wie ich es war damals, als noch nicht war die Welt, da ich mich habe selbst gefangen in meiner allzu großen Stärke und wurde daher der Schwächste unter allen. Denn da verloren die viel hatten vieles, die wenig hatten weniges, und ich, der alles hatte, verlor auch alles und alles durch meine Schuld. Und die anderen ihr vieles und weniges, auch nur durch meine brennende Schuld. O Bruder Abel, zaudere deshalb nicht und reiche mir ein Gericht von einer Lebensspeise zur Erlangung der Stimme zum Weinen. Und reiche mir segenlos einen Trank, damit ich nicht verschmachte in der Reue ohne Tränen. Da betrat Abel wieder die Feste der Erde und ging vollends hin zum Kahin körperlich und sprach zu ihm: Kahin, du schwacher Bruder meines Leibes und Sohn Adams und Evas, stehe auf und folge mir. Ich will dich wieder zurückführen zu den Eltern und all den Geschwistern. Da wirst du finden in der Fülle, woran dir so sehr gebricht, und sollst gesättigt werden und stillen allen deinen Durst. Aber so du satt wirst geworden sein und gelöscht wird sein dein brennender Durst, dann gedenke des Herrn in seiner Liebe und seiner erbarmenden Gnade, und bedenke, dass das Erste das Letzte und das Letzte das Erste ist. Und nun folge mir in aller Geduld und Sanftmut, und alle deine Stärke sei künftig hin Geduld, und alle deine Kraft sei künftig hin die Sanftmut. Und so wirst auch du noch Gnade finden vor dem, dessen Liebe unendlich ist und keine Grenzen hat in alle Ewigkeiten der Ewigkeiten.